mein Name ist Simon Wallner. Ich bin hier in Goppertshofen, das ist im Hinterland vom Dachauer Landkreis. Wir betreiben hier die Puten und ich bin eigentlich hauptsächlich die Puten. Und ich bin hier der Betriebsleiter und mache die Gesamtorganisation, aber die Teilbereiche habe ich abgegeben, in meinem Sohn zum Beispiel, ein Teil. Ich bin der Quirin Wallner. Ich bin, ich sage jetzt mal, der Betriebsleiter vom Außenbereich mit meinem Vater miteinander und ich leite eigentlich draußen die Biogasanlage, die Putenmast und den Ackerbau. Der Zusammenhang von den Puten und Ackerbau ist ganz einfach. Wir wollen ja den Kreislauf und den Kreislauf schließen wir, indem dass wir den Ackerbau nach Naturlandrichtlinie bewirtschaften, das Futter dazu machen und das Futter kriegen dann die Puten. Genau, und das Futter ist im Endeffekt der wichtigste Baustein für gesunde Tiere. Und indem dass wir das alles selber machen, haben wir selber die Qualität dahinter in der Hand. Wir bewirtschaften 150 Hektar. Wir bauen Futtermittel für die Puten selber an, hauptsächlich Mais, Weizen und Leguminosen, also Erbsen, für das Futter für die Puten. Als Gesundungsfrucht und auch ein bisschen zur Unkrautregulierung haben wir bei uns in der Fruchtfolge auch noch Kleegras, das was in der Biogasanlage verwertet wird. Wir haben hier am Betrieb immer so um die 15.000 Puten, aber das sind, müssen Sie sich vorstellen, das sind immer kleine Gruppen, verschiedene Gruppen, verschiedene Altersgruppen. Wir haben immer von klein, ganz klein, bis sie größer werden und wenn sie ganz fertig gehalten sind, dann kommen sie in den Schlachtbetrieb. Ja, die Küken kommen von einem Spezialbetrieb zu uns aus der Brüterei in den vorgeheizten Stall. Die fühlen sich dann ganz wohl unter den Heizstrahlern. Der Boden ist gewärmt, das ist eine helle Halle, mehr oder weniger, wo das Futter drin ist, wo das Wasser drin ist, wo sie sich wohlfühlen, wie in der Glucke, wie denn am ersten Tag. Und man ist ja dann im Stall und die Küken, ich glaube, die meinen sogar, dass du selber, weil du ja der erste Betreuungsperson bist, dass du die Glücke bist und deswegen laufen die mir auch immer ganz gern hinterher. Und das ist eigentlich die schönste Arbeit, die ersten 14 Tage. Wir versuchen, dass wir die alle 2 Stunden immer wieder motivieren auf den kleinen Tellern, dass die fressen lernen, dass die das Trinken lernen, dass die das nicht vergessen, weil eine Pute, darf ich noch so erzählen, die ist ja eigentlich dumm. Es gibt den Ausdruck dumme Pute, das kommt daher, weil die eigentlich ein kleines Hirn haben und die würden das Fressen vergessen. Und deswegen motivieren wir die immer wieder und sagen wir, da klappert es ein bisschen, da lernen die spielerisch das Fressen. Die Küken bleiben bei uns bis zum 70. Tag im Kükenstall. Am Anfang ist auf Bodenheizung, also mit einem 32 Grad warmen Stall. Mit der Zeit wird der Stall immer ein bisschen mehr Fläche. So viel Platz oder die bekommen so viel Platz, wie die Tiere tatsächlich auch brauchen, um sich im Stall nicht zu verlaufen. Temperatur wird langsam heruntergefahren. Dann ab dem 70. Tag kommen sie in den Außenstall. Das ist ein Kaltstall, ist dann die Temperatur ziemlich Außenluft gegeben. Also im Winter ist auch ein bisschen kälter wie im Sommer natürlich, wo dann ihnen auch der Auslauf zur Verfügung steht. Also unsere Puten, wenn sie im Außenstall sind, dürfen sie immer den Grünauslauf benutzen. Der Grünauslauf, das sind ja 10 Quadratmeter pro Tier, wo sie sich laufen können. Es sind Baumstämme drin, es ist eine Beschattung drin, es sind Bäume drin und es sind Sandbadestellen drin. Das ist ganz toll, wenn sie die Puten, wenn es trocken ist und nicht regnet, dann ist der staubig, der Sand, und da baden sie richtig und staubt. Das macht ihnen richtig Freude, dass sie da drin baden. Sie bekommen täglich den Auslauf zur Verfügung gestellt. Die merken das dann schon selber, ob sie rausgehen wollen oder nicht. Also in der Regel ist es so, die gehen immer raus, aber dann, wenn es draußen regnet, dann gehen sie gleich wieder rein. Also sie dürfen theoretisch immer raus. Im Stall ist es so, dass die Beschäftigungsmaterial brauchen, um sich einfach gegenseitig, dass einfach sie auch im Stall wohlfühlen. Da muss die Luft passen, die brauchen eben was zu spielen, irgendwelche Aufsitzmöglichkeiten, Strohballen, wo sie umeinander picken können. Und natürlich auch immer ganz frische Stroh, ganz trocken einstellen, dass sie auch im Stall ein bisschen umeinander schauen können.
um sich einfach zu beschäftigen. In der ökologischen Pudenhaltung gibt es ja die gesetzliche Richtlinie, die ist von der EU gesetzlich gefestigt. Und zusätzlich haben wir nach Naturland-Richtlinie ein bisschen höhere Auflagen. Das ist zum Beispiel, dass wir 50% vom Futter auf dem eigenen Betrieb erzeugen müssen, dass die ökologischen Kreisläufe passen, dass wir bestimmte Nährstoffe aus der Biogasanlage als Kreislauf wieder zurückführen auf den eigenen Boden. Das ist ganz wichtig, deshalb sind wir bei einem Naturlandbetrieb. Aber ansonsten gibt es eine EU-Richtlinie, das ist Gesetz und das ist Fakt und das wird auch ganz genau geprüft. Wir haben da eine unabhängige Kontrollstelle, die mehrmals jährlich kommt und unsere Bücher und unsere Ackerbau und den Tierschutz und alles drum und dran mehr oder weniger kontrolliert. Also wir sind da ein sehr gläserner Betrieb, fühlen uns in dem Milieu sehr wohl, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Kontrolle gut ist und wenn irgendjemand einen Fehler macht, das wäre unser Schaden auch. Und deshalb bin ich froh, dass die Kontrollen so gibt und dass wir das so mehr oder weniger bewerkstelligen. Für die Tiergesundheit haben wir ja einen Vertragstierarzt, der uns betreut, der uns auch beratet, wie wir die möglichst hygienisch arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass die Ställe sauber sind. Wenn die Küken kommen, die sind natürlich wesentlich empfindlicher wie die Tiere draußen. Wir versuchen auch mit Homöopathie, mit verschiedenen Kräutern, mit Magen, homöopathische Magenmittel, dass wir die stabil halten. Das komplizierte Verdauungssystem der Pute ist ja schon ein Problem und da versuchen wir einfach mit gesunden Nahrungsmitteln mehr oder weniger, dass die fit bleiben. Es ist aber so, dass wenn die Tiere krank sind, wir sind verantwortlich für diese, wir dürfen nach ökologischen Richtlinien eine antibiotische Behandlung machen. Das passiert auch das eine oder andere Mal, das ist dann vom Tierarzt verschrieben, der verordnet das mehr oder weniger, wie wenn man zum Arzt geht, also in der Humanmedizin. Und das machen wir dann so, weil wir verantwortlich sind, bevor die Tiere sterben. Aber wir sind überzeugt, dass unser Weg eigentlich der gesündere ist und der tierschonendere ist, weil wir einfach viel Prophylaxe machen und weil wir einfach vorsorglich schauen, dass unsere Tiere sich wohlfühlen im Stall, dass das Klima passt und dass das Wasser passt und dass das Futter passt. Und dann geht es ihnen in der Regel auch immer ganz gut. Also die herkömmliche Haltung ist ja so, dass die nur 110 Tage alt werden, zum Beispiel bei den Hennen. Und unsere Puden werden 160 Tage alt, also ein wesentliches länger. Und das macht eigentlich das Fleisch auch das Bessere, weil das einfach ein bisschen härter wird, weil das nicht so schnell aufgezogen ist. Die Tiere haben bei uns einen kurzen, entspannten Transportweg. Die werden am Tag vor dem Schlachten werden die in einer großen luftigen Box nach Hause gefahren, ungefähr 300-400 Meter. Haben dann eine Nacht in einem Stall, wo sie sich wohlfühlen. Der Stall ist ähnlich aufgebaut wie die Mastställe, die großen Ställe. Und von diesem Schlachtstall werden sie dann bei der Dunkelheit oder bei gedämmertem Licht entspannt dem Schlachtvorgang zugeführt. Also der wesentliche Teil von unseren Tieren werden hier geschlachtet und wir vermarkten die in Prozenten oder in Teilen, ein Drittel ungefähr in dem Hofladen, direkt an den Endkunden. Und der ist uns ganz wichtig, weil wir da die Rückmeldung kriegen und weil das eine ganz tolle Sache ist, wenn wir Rückmeldungen kriegen, ihr habt ein tolles Fleisch. Endkunde. Dann gibt es die Außerhausverpflegung, die Großkantinen von den Firmen um München herum, in München, die wir ganz gern bedienen, weil wir glauben, dass das einfach der Ansatz ist, dass die Außerhausverpflegung und die Kinder, Kitas haben wir ein paar oder Schulen, dass wir die liefern. Das ist das zweite Drittel und das dritte Drittel ist der Naturkostfachhandel, den ihr als Tagwerk natürlich auch beliefert, der ganz wichtig ist, der Naturkostfachhandel, weil der trägt das weiter, diesen ökologischen Gedanken, den gibt es lang, der hat ein gutes Fundament und der arbeitet nachhaltig, die Naturkostfachhändler. Und die sind uns ganz wichtig.
Wenn man in der Früh an den Putenstall rausgeht, zu den Küken, zu den ganz Kleinen, das ist schön warm und alle laufen auf einen zu und auch die dann draußen, die Großen auch, wenn sie dann im Maststall, macht man das Tor auf und alle fliegen raus auf die grüne Wiese, da geht einem einfach das Herz auf. Und man sieht die von ganz klein, wie sie so in der Hand drin Platz haben und dann wachsen sie und irgendwann sind sie halt groß. Man weiß, dass sie ein schönes Leben gehabt haben und ja, zum Schluss, wenn es den Tieren gut geht, dann geht es uns auch gut.